Weil der Denker natürlich und der Verstand immer gerne sofort sichtbare Ergebnisse hätte und sofort sichtbare Erfolge und sofort genau Schritt für Schritt, wie das ein oder andere nacheinander passiert, direkt Ergebnisse sehen und solche Dinge. Daher kommt das. Und weißt du, was dann passiert, wenn du dich davon lenken lässt? Du ziehst dich nochmal in dein Schneckenhaus zurück und nicht nur das, wertvolle Lebenszeit zieht an dir vorbei. Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Oh, ich habe hier gerade irgendwelche Dellen im Kopf. Meine Haare richten. Macht nichts. Geht ja auch nicht um meine Frisur heute Abend hier, sondern es geht um die 5 Tage Ich ändere was Challenge. Wir sind heute, an welchem Tag sind wir? Tag 3. Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, wie du deinen Seelenplan entdecken und leben kannst, wie du regelmäßiges Einkommen generieren kannst, wie du, ja, überhaupt Geld verdienen kannst mit deinem Seelenplan. Und schreib doch gerne mal hier ins Kommentarfeld rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, damit ich weiß, dass ich hier nicht einfach vor der Kamera hocke und drauf losquatsche und keiner hört und sieht mich. Hallo, liebe Selina, schön, dass du da bist. Kann man mich gut sehen und hören? Schreib mir mal ein Ja ins Kommentarfeld, einer von euch, damit ich das weiß. Wie geht's euch überhaupt? Wer hatte heute einen wunderschönen Tag? Schreibt gerne mal ein Ja ins Kommentarfeld. Ich hatte auch einen wunderschönen Tag. Ein fröhliches Hallo zurück an alle, an jeden, der heute Abend hier live dabei ist. Hallo, liebe Hilke, schön, dass auch du dabei bist. Wie war dein Tag heute? Wunderschön. Schreib rein, wunderschön, am besten. Super, danke, liebe Hilke. Schön. Schönes Oberteil. Ja, danke, habe mich hier auch gerade schick gemacht. So, dann lass uns heute mal drüber sprechen, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, durchzustarten. Ich glaube, wir haben heute Weltglückstag. Kann das sein? Ich habe heute Morgen irgendwo was vernommen. Also, es kann heute dein absoluter Glückstag sein, dass du hier dabei bist und nochmal wertvolle Erkenntnisse bekommst, um endlich durchzustarten in deinem Leben. Wer kennt das oder kennst du das? Wenn ich mal mehr Ruhe habe, dann beschäftige ich mit meinem Seelenplan. Wenn die Kinder mal größer sind, dann gucke ich mal, dass ich mich um mich selbst kümmere. Oder wenn ich mal, ja, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann. Oder wenn mein Mann mich mal endlich unterstützen würde oder auch da mitzieht, dann. Oder mein Partner überhaupt. Wer kennt das? Schreib gerne mal ein Ich oder ein Ja ins Kommentarfeld rein. Also ich kenne diese Sätze auch von mir selbst, von meinem früheren Leben, nur zu gut. Oder die andere Variante. Du hast eine Entscheidung getroffen. Begibst dich auf deinen Weg. Und dann kommt da so ein inneres Surren. Ist das jetzt der richtige Weg? Passt das jetzt wirklich? Es kommt so eine Unsicherheit auf, ne? Ich kenne das alles nur zu gut. Ja, auch von mir. Zwei kleine Beispiele mal. Ich habe letztes Jahr im Herbst ein 4,5-Tages-Seminar besucht, das ich vorher gebucht hatte, für über 8.000 Euro. Da hatte ich natürlich auch so ein Surren in meinem Bauch. Geht das gut? Ist das das Richtige? Und dann eine kleine Story fällt mir gerade dazu ein. Ich hatte mir in der Mittagspause, ich war auf dem Seminar und da ging es darum, halt Folgeseminar zu buchen, ja oder nein. Und das hat mich sofort angesprochen. Mein Herz hat sofort Ja gesagt. Aber über 8.000 Euro da einen Vertrag unterschreiben, für ein Seminar anmelden, puh, da dachte ich, da muss ich irgendwie im Nachmittag noch ein bisschen drüber brüten. Bin dann ins Auto, habe dieses Anmeldeformular ins Auto gelegt und abends habe ich dann gedacht, okay, ich muss mich jetzt hier anmelden.
habe dieses Blatt dann aus dem Auto geholt und war natürlich total aufgewühlt, weil ich nichtsdestotrotz nochmal unsicher wurde und bin auf dem Weg vom Auto ins Seminargebäude gestürzt, hat mir hier sogar noch die Hand aufgefallen. Was war mein erster Gedanke? Ich glaube, das ist doch nicht die richtige Variante jetzt. Ich glaube, das Universum hat dir jetzt gerade einen Link geschickt. Mach das nicht, das geht nicht gut, weil du hier gestürzt bist. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann trotzdem angemeldet. Ich habe mit ihm nochmal gesprochen und ja, im Gespräch ist dann klar geworden, ich darf auf mein Herz hören. Oder auch dieses Jahr, Anfang, in den ersten Tagen diesen Jahres, habe ich auch nochmal so in mir gefunden, in einem Bereich den nächsten Quantensprung in meinem Leben zu machen. Und da habe ich einen Vertrag unterschrieben im fünfstelligen Bereich. Da hatte ich auch so ein inneres Surren und Zittern nochmal. Aber ich habe es gemacht, ich habe auf mein Herz gelauscht und habe es gemacht und es war auch die beste Entscheidung. Ich habe diese Beträge 8-, 9-fach längst zurück. Also es lohnt sich immer auch in sich selbst zu investieren. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also du hast so eine Entscheidung getroffen und dann kommt nochmal Unsicherheit auf und dann kommen irgendwelche Begebenheiten, wo man denkt, ist das hier jetzt nicht ein Wink, dass ich das doch nicht machen sollte? Oder der Mond steht jetzt nicht im richtigen Zenit oder die Sterne stehen nicht richtig zueinander? Oder die Astrologin oder die Kartenlegerin, geh mal noch zu der und die sagt dann, nee, mach das nicht. Ne? Oder und, und. Wer kennt das von euch, sowas, sowas Ähnliches in der Richtung? Schreibt gern mal ein Ich oder ein Ja ins Kommentarfeld rein. Damit ich mal weiß, ob ich hier jetzt die Einzige bin, die davon spricht oder ob ihr das auch fühlen könnt. Hilge, dass es dir super geht, das glaube ich. Schön. Selina kennt das. Großartig. Super Tag. Ja, immer glücklich. Ja, Katja Richter. Hallo, liebe Katja. Schön, dass auch du dabei bist. Genau diese Unsicherheit ist mir eher bekannt als die Wenn-Dann-Ausrede. Ja, also, du weißt, wovon ich spreche. Mir geht das auch so und mir ging das so. Und ja, es gehört irgendwo zu unserem Kopf dazu. Der Denker ist immer dazu geneigt, was anderes zu produzieren als das, was das Herz und die Seele sagen. Da gibt es oft einfach so eine Diskrepanz. Weil der Denker natürlich und der Verstand immer gerne sofort sichtbare Ergebnisse hätte und sofort sichtbare Erfolge und sofort genau Schritt für Schritt, wie das ein oder andere nacheinander passiert, direkt Ergebnisse sehen und solche Dinge. Daher kommt das. Und weißt du, was dann passiert, wenn du dich davon lenken lässt? Du ziehst dich nochmal in dein Schneckenhaus zurück und nicht nur das, wertvolle Lebenszeit zieht an dir vorbei. Du kennst das bestimmt auch, dass es irgendwelche Situationen in deinem Leben mal gab, wo du gedacht hast, würde ich jetzt gerne machen, hast es nicht gemacht, weil du unsicher war, weil du Ängste hattest. Und im Nachhinein denkst du, oder auch wenn es um kleinere Dinge geht, du hast irgendwo ein tolles, ich denke jetzt gerade, ich hatte mal, auch das ist stimmt schon 20, 30 Jahre her, in einem Geschäft eine ganz, ganz tolle Winterjacke gesehen. Ich weiß nicht mal, was die damals gekostet hat. Es hat mein Portemonnaie gesprengt. Ich denke heute noch an diese Winterjacke manchmal, weil ich habe es mir damals nicht gegönnt. Und im Nachhinein denke ich, hätte ich doch nur. Ja? Kennst du bestimmt auch solche Situationen, dass man im Nachhinein denkt, hätte ich doch nur. Hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört, hätte ich doch nur auf mein Herz gehört. Aber von dem haben wir uns eben leiten lassen. Von unserem Denker, von unserem Verstand. Und das ist so, so schade. Denn du kannst alles aus der Vergangenheit heilen, was auch immer in der Vergangenheit war. Du kannst jederzeit einen Cut machen und in eine neue Richtung gehen. Aber du kannst eines nicht. Du kannst wertvolle Lebenszeit, die an dir vorbeizieht, die kannst du nicht revidieren. Das ist vorbei. Das ist definitiv vorbei. Und in der Richtung verhalten wir uns manchmal, als hätten wir ganz, ganz viele Leben. Mal einen Schluck trinken.
Entschuldigung. Nicht falsch verstehen. Ich bin sehr, sehr spirituell auch, ja, wie sagt man, angehaucht. Und bin auch der Meinung, dass unsere Seele schon ganz viele Leben gelebt hat und auch noch viele Leben leben wird. In welcher Form auch immer. Aber im jetzigen Körper gibt es nur dieses eine Leben. Und das Leben, das ist das Allerwertvollste, was du hast. Und dann gehen wir so damit um, als hätten wir ganz viele Leben im jetzigen Körper. Nein, es gibt jetzt nur ein Leben im jetzigen Körper. Und du hast dich mal dazu entschieden, in der jetzigen Familie, in der jetzigen Zeit, im jetzigen Körper zu inkarnieren, um es jetzt mal spirituell auszudrücken. Und du hast in der Tiefe deines Seins auch ein großes Ja damit zu diesem großen Geschenk des Lebens gesagt. Und wie verhalten wir uns dann? Wir lassen das Leben an uns vorbeiziehen, verhalten uns wie Marionetten und sind nur am Funktionieren. Statt das zu verwirklichen, was wir uns einfach mal vorgenommen haben. Lass das mal auf dich wirken. Lausch mal auf dein Herz. Was sagt dein Herz zu diesen Worten? Und dann sind wir noch so süß und denken nur drüber nach, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was wäre denn, wenn gerade du jetzt den entscheidenden Unterschied machen würdest und dich zeigen würdest, wenn du dein wahres Potenzial jetzt sichtbar machen würdest? Deine Hilfestellung, die die Welt da draußen braucht, was wäre, wenn du damit jetzt starten würdest? Wenn du jetzt eine Entscheidung treffen würdest, ich starte heute noch und mache die ersten Schritte. Erster Schritt könnte zum Beispiel sein, dir überhaupt mal eine Vision zu erschaffen von deinem optimalen Leben, entsprechend deinem Herzen, deinem Seelenplan. Das sind die allerersten Schritte. Und so gesehen ist natürlich jetzt, in diesem Moment, der richtige Zeitpunkt, durchzustarten. Nicht erst in einem Jahr, nicht wenn die Kinder aus dem Haus sind, nicht wenn du irgendwie das Geld zusammen hast, um, was weiß ich, wenn du dir, das würde ich dir eh raten, einen Mentor an deine Seite holst, damit du nicht die nächsten 10 Jahre da rumdümpelst und es dir schwer machst. Es geht auch auf eine leichte Art und Weise. Und du kannst mit deinem Seelenplan, mit gewissen Tools und Techniken, wenn du dich an die Hand nehmen lässt, ganz, ganz rasch richtig, richtig ein wunderbares Leben dir kreieren mit dem Einkommen, das eben auch zu dir passt. Ja, dass du bist selbst ja dann dein eigener Chef, deine eigene Chefin und bestimmst dein Einkommen selbst. Und das hat auch, habe ich gestern, glaube ich, noch was zu gesagt. Das geht nicht auf dem Weg, selbst und ständig etwas zu machen, sondern es geht wirklich auf eine leichte, einfache Art und Weise. Und wenn du diese einfache, leichte Art und Weise wählst, dann, ja, hol dir auf jeden Fall jemand an deiner Seite, an deine Seite, die dir dabei hilft. Beispielsweise mich, ich kann dir da definitiv bei helfen, weil ich ja auch diesen Weg gegangen bin, aber das jetzt nur mal am Rande hier erwähnt. Wenn du dich irgendwie angesprochen fühlst in der Richtung, dann schreib mir gerne eine persönliche Nachricht hier und dann melde ich mich bei dir. Du musst auch jetzt noch nicht einen ganz konkreten Plan haben, wie welche Schritte zu gehen sind, sondern du darfst einfach nur jetzt für dich die Entscheidung treffen, okay? Ich habe es verstanden. Ich fühle es in mir. Ich bin es leid, weiter hier wertvolle Lebenszeit an mir vorbeiziehen zu lassen. Ich bin es leid, diese Unzufriedenheit und diese Trauer in mir zu spüren, dass ich irgendwie, weil ich irgendwie so das Gefühl in mir habe, da muss doch noch mehr im Leben für mich drin sein. Oder ich bin es leid, mich Monat für Monat hier
mit meinem jetzigen Einkommen über die Runden zu quälen. Oder ich bin es leid, mir von der Seele weiter Disharmonien schicken zu lassen in Form von Krankheitssymptomen. Denn auf dem Weg spricht deine Seele mit dir und will dich wachrütteln. Oder wenn du sagst, ich will mit 75, 80 auf mein Leben zurückblicken und sagen, ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe noch ein wunderbares Leben mir kreiert. Oder vielleicht hast du Kinder, kleine Kinder, heranwachsende Kinder oder auch schon junge Erwachsene. Das war für mich mit einer der größten Motivatoren, dass ich meinen Kindern einfach auch noch zeigen wollte, dass es auch anders geht als das, was ich ihnen früher vorgelebt habe. Ganz gleich, was so deine Motivation ist, dann triff heute die Entscheidung, einen ersten Schritt zu machen. Triff die Entscheidung, dass du dich jetzt auf den Weg begibst, deinen Seelenplan zu leben. Du hast hier schon so viele Anregungen bekommen. Geh jetzt den ersten Schritt. Der allererste Schritt könnte sein, dass du heute Abend noch hingehst und dir ein Vision Board zum Beispiel machst von deinem optimalen Leben. Geh da einfach auf Google Plus zum Beispiel, heißt das Google Plus, Google Bilder oder irgendwo Blätter in einem Katalog, keine Ahnung. Such dir 4, 5 Bilder aus und mach dir ein Vision Board. Such dir Bilder aus, die als Metapher dafür stehen, für dein optimales Leben, sodass du das immer und immer wieder auch vor Augen hast, dass du weißt auch, warum du es machst. Für die Welt da draußen, für die Menschen, die nur darauf warten, dass du dich zeigst und natürlich auch für dich, dass du dir erlaubst, ein freies, glückliches Leben zu führen. Schau mal, mir fällt hier gerade mein Kalender ein. Ich habe zwar nimmer lange, aber dieses Jahr habe ich ihn noch, so einen klassischen Buchkalender hier. Ich habe nicht umsonst solche Kalender, wo einfach als Metapher die Bilder drauf sind, von meinem optimalen Leben. Das Ding habe ich ja ständig in der Hand und damit fütter ich ständig mein Unterbewusstsein. Und sowas brauchst du auch, dass du ständig hier in der Richtung auch dein Unterbewusstsein fütterst. Okay? Also jetzt, heute, Weltglückstag, ist der richtige Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen und dich auf den Weg zu geben. Und wie gesagt, nochmal, du musst nicht genau die einzelnen Schritte kennen. Der Weg ist das Ziel. Und genau das Wie, das darfst du sowieso dem Universum überlassen. Das zeigt dir den Weg. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann zeige ich dir den Weg. Zusammen mit dem Universum, um es mal so auszudrücken. Und jetzt stell dir doch gerne mal vor, was wäre denn, wenn es wirklich großartig würde? Wie würde sich dein Leben im Hinblick auf Lifestyle, im Hinblick auf Partnerschaft, im Hinblick auf die finanzielle Situation, im Hinblick auf deinen Selbstwert, die Liebe zu dir selbst, die Anerkennung, der Glaube an dich selbst. Wie würde sich dein Leben in der Richtung verändern? Würde das dein Leben bereichern? Glaubst du, dass das dein Leben bereichern würde? Schreib gerne mal ein Ja ins Kommentarfeld. Ich schaue mal in der Zwischenzeit, was du noch so reingeschrieben hast. Die Diana schreibt, ja, ich kenne es gut. Die Selina sagt auch ja. Hilke, genau, die verpassten Chancen kommen immer wieder ins Gedächtnis. Ja, jetzt möchte ich niemanden von euch oder dir natürlich da ein schlechtes Gewissen machen. Was vorbei ist, ist vorbei. Ich wollte dir das wirklich nur mal wieder ins Bewusstsein rufen, dass du diese Situationen sehr wohl kennst. Und dass du dich bitte jetzt nicht nochmal davon abhalten lässt, deinen Weg zu gehen. Jetzt dein Leben zu kreieren. Du selbst, niemand anderes, kreiert dein Leben. Nicht die Regierung, nicht deine Firma, nicht dein Partner, nicht deine Eltern. Löst dich davon. Du selbst kreierst dein Leben. Niemand anderes. Und wenn du jetzt in dein Leben schaust und du da Dinge entdeckst, die nicht so sind, wo du eine Riesenfreude bei hast und dich über dein Leben freust und morgens
aus dem Bett hüpfst voller Freude, dann bitte änder das. Und das kannst du am besten ändern, indem du deine Einzigartigkeit ans Tageslicht bringst und deinen Seelenplan entdeckst und lebst und wirklich heute eine Entscheidung triffst, dich auf diesen Weg zu begeben, weil jetzt eben der richtige Zeitpunkt ist. Okay? Hilke schreibt noch, bestenfalls funktionieren wir ja noch, aber viele und auch ich funktionieren ja gar nicht wirklich mehr. Ja, Hilke, du bist auf einem wunderbaren Weg. Im Hinblick auf Funktionieren, das war früher immer so mein Gedanke morgens, wenn der Wecker da neben mir geklingelt hat. Und ich gedacht habe, oh Gott, was steht heute schon wieder alles an? Nur ja, nicht denken, einfach nur funktionieren. Und in dieser Energie war ich damals natürlich tagsüber. Und in dieser Energie bin ich natürlich abends auch todmüde und erschöpft ins Bett gefallen, um entsprechend nicht wirklich gut zu schlafen und am nächsten Morgen wie gerädert wieder aufzuwachen. In diesem Teufelskreis ist man ja da drin. Wenn du aber das machst und wenn du jetzt noch irgendwo in einem Job bist, dann bitte nochmal. Es geht nicht darum, dass du diesen Job jetzt sofort an den Nagel hängst. Dann bau dir nebenbei etwas auf. Folge nebenbei deinem Seelenplan und dann kannst du irgendwann die Entscheidung treffen, jetzt mache ich nur noch das, was mir am Herzen liegt, was ich ja auch gemacht habe. Wenn du in der Situation bist, dass du sowieso arbeitssuchend bist, dann würde ich dir empfehlen, richte deinen ganzen Fokus jetzt auf deinen Seelenplan und verwirkliche dich in der Richtung selbst, statt da nochmal irgendwelche Kompromisse in deinem Leben einzugehen. Okay? Und in diesem Funktionieren wacht man morgens auf, ist gerädert, ist den ganzen Tag am Funktionieren und geht da eben auch entsprechend abends so zu Bett. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du tagsüber die Dinge machst, die dir wirklich am Herzen liegen, die dir Zeit und die dich Zeit und Raum vergessen lassen, wo du mit Menschen arbeitest, die genau das wissen wollen, was du ihnen zu bieten hast, die alles von dir wissen wollen, was du ihnen erzählst. Und dann bekommst du auch noch einen Energieausgleich, weil die Menschen so dankbar sind, dass sie von dir die Hilfe bekommen. Wie gehst du dann abends zu Bett mit strahlenden Augen, mental erfüllt, glücklich, voller Freude und schläfst mit einem Lächeln ein? Und wachst auch morgens noch mal mit einem Lächeln auf. Und hey, wie macht sich denn das auf dein Umfeld bemerkbar? Wenn du morgens aufwachst mit einem strahlenden Lächeln. Ich weiß nur die erste Zeit, als ich so in dieser Energie drin war, wie natürlich auch meine Kinder manchmal morgens mich angeguckt haben. Was ist mit der los? Oder mein Mann auch. Inzwischen ist das normal, dass wenn morgens, ich bin ja immer die allererste, die aufsteht. Der zweite ist dann derjenige, derjenige. Der zweite ist dann mein Mann, der mir begegnet. Und dann kommen die Kinder. Die wissen inzwischen, dass ich hier hellwach, topfit, voll guter Energie bin und einfach nur strahle. Aber das war ja auch nicht immer so. Nur jetzt stell dir mal vor, wenn dir das so geht, wie geht's denn deiner Familie dabei, deinem Partner, deinen Kindern, deinem Umfeld? Was für eine ansteckende Energie hast du denn da? Ich möchte dich wachrütteln hier. Okay. Isabella, schön, dass auch du dabei bist. Klingt voll schön. Ist auch mega bombastisch schön. Bitte, Isabella, nimm's auf, lausch auf dein Herz und ja, treff eine Entscheidung, dass auch du ab heute dich auf deinen Herzensweg begibst. Es wird einfach schön. Denk einfach nur drüber nach, was ist, wenn es gigantisch, bombastisch, total genial wird, total geil wird, was auch immer deine Ausdrucksweise ist. Hallo, lieber Ingo. Ja, schön, dass auch du dabei bist. Wunderschönen guten Abend. Du bist ja auch auf dem perfekten Weg, deinen Lebensplan zu leben, ne? Ja, also, ihr Lieben. Nochmal abschließend die Ermutigung. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, deinen Seelenplan zu entdecken und zu leben und zu starten und eine Entscheidung zu treffen. Ich würde dich dazu einladen, wirklich heute Abend mal noch hinzugehen, dir ein Vision Board jetzt zu machen,
Such dir so die Bereiche aus. Was unbedingt mit dabei sein sollte, ist auch ein Bild, das ein anderes Geld-Mindset dir widerspiegelt. Das ist ein Bild zum Beispiel. Dann such dir einen Bereich aus, ein Bild aus, das metaphorisch dafür steht, wie ja, dein optimaler Tag ausschaut. Ein anderes Bild, wie deine Gesundheit ausschaut, wie dein Beruf ausschaut. Und ja, wie du lebst oder wo du lebst. Oder wenn du immer noch auch mit deinem optimalen Seelenplan dort bleiben möchtest, wo du jetzt bist, dann sind es vielleicht nichtsdestotrotz auch Reisen oder irgendwas. Und wenn du diese fünf Bilder hast, mach das größte Thema in die Mitte und rundum noch vier Bilder und druck dir das aus, sodass du es immer und immer wieder vor Augen hast, dass du so dein Mindset hier fütterst. Dass du immer und immer wieder daran erinnert wirst, dass das zur Selbstverständlichkeit wirst, dass du dich weiter Schritt für Schritt auf deinen Weg begibst. Und wenn du jetzt immer noch an dir zweifelst, nochmal die Einladung, ich bin ja nur noch ein paar Tage hier, dann bin ich ja wieder auf Bali, dann schreib mir eine persönliche Nachricht hier und dann schau mal, wie wir, bevor ich nach Bali verschwinde, dann auch noch mit dir persönlich sprechen kann, wenn du also immer noch irgendwie an dir zweifelst oder ja, vielleicht ein Thema hast, was du hier in den Kommentaren nicht reinschreiben möchtest, dann lass uns persönlich miteinander sprechen. Okay? Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen nochmal. Was ist morgen eigentlich das Thema? Muss ich mal jetzt hier spicken auf meinem anderen Computer? Morgen, Tag 4, geht es drum, warum du gerade ohne Abschluss und Zertifikat mit deinem Geld, mit deinem Seelenplan Geld verdient hast. Also, wenn du daran noch zweifelst, dass du ein Zertifikat und irgendwelche Abschlüsse haben musst, unbedingt morgen hier nochmal live mit dabei sein. Und wenn du noch Fragen hast, schreib es mir gerne, ich gehe da gerne noch drauf ein. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, viel Freude jetzt noch beim Erstellen deines Vision Board und dem Treffen von deinen Entscheidungen heute am Weltglückstag. Bis dahin, bis morgen. Ciao.